Swag is for Boys, Class is for Men. Ich bin der deutsche Andrew Tate mit ein bisschen mehr Haar und weniger Menschenhandel und ich gebe euch heute vor, was ein echter Mann zu tragen hat. Ist es ein Rock wie Harry Styles? Natürlich nicht, macht euch nicht lächerlich. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Und mit früher meine ich, wann immer die Netflix-Serie Peaky Blinders spielt. Dreiteiler aus Tweed, Hemden mit Pennykragen, Bakerboy-Mützen, Taschenuhren, funkelnde blaue Augen. Warum können wir nicht alle wieder so rumlaufen? Heute wird Rock getragen, früher waren wir noch richtige Männer. Und noch viel früher wurde auch Rock getragen. Plottwist! Was haben die Farbe Pink, Nagellack, Schmuck und High Heels gemeinsam? Und was musste passieren, damit wir heute so und nicht mehr so rumlaufen? Das klären wir heute in diesem Video. PAQ presents. Welcome to this episode of Jeremys kulturelle Observation. Mit dem heutigen Thema Evolution der Herrenmode. So, was ist jetzt mit der Farbe Pink, den High Heels, dem Schmuck und dem Nagellack? All das galt lang in der Vergangenheit eher zu der Herrenmode und wurde erst mit der Zeit von den Damen übernommen und als feminin angesehen. Weil Pink ist wie Rot und Rot ist die Farbe von Macht und Feuer. Nagellack und Schmuck sind perfekt, um den übergeordneten Stand in der Gesellschaft zu flexen und Heels haben den Mann von Rang noch den ein oder anderen Zentimeter größer wirken lassen. Der Boy hier brauchte das nicht. Das ist König Henry VIII. Er hatte 6 Ehefrauen, von denen er 2 köpfen ließ. I'm in danger. Und ich bin mir sicher, er würde mindestens 5 Döner schaffen. Alle, die 2, 3 Döner schaffen, die brauchen nicht schreiben. Ich brauche nur Leute, die 5 Döner schaffen. 5 stabile Männer. Wir befinden uns im 16. Jahrhundert und Henry ist dripped out von Kopf bis Fuß. Wir haben einen Hut, wir haben eine Robe, 4 Goldschmuck, eine Seidenstrumpfhose und natürlich das It-Piece des Outfits, der Minirock, aus dem die sogenannte Charmkapsel hervorragt. Ich hab so einen großen Jara. Zack, fertig, die 1500er Auslegung eines maskulinen Outfits. Es sind zu dieser Zeit natürlich nicht alle so rumgerannt. Solche Outfits konnten sich eigentlich nur so die Royals leisten. Man kann aber sagen, dass sich das Fußvolk an den Adligen orientiert hat und die Adligen haben sich an den Royals orientiert. Ich hätte erst gesagt, fast wie heute, muss aber sagen, das ist absoluter Quatsch. Heute wird sich eher an Influencern orientiert, die sich an Celebrities orientieren, die von Stylisten gestylt werden und sich dabei an Designs von Designern bedienen, die sich wiederum manchmal gerne von sozial schwächeren Subkulturen inspirieren lassen. Oder so. 100 Jahre später kam dann das Update. Balenciaga Square Toe Boots wurden gegen Lubis ausgetauscht. Red Bottoms waren in den 1600ern Meta. Rot für Reichtum, Heels für Größe, das hatten wir ja schon. Und der Wieviel ist sein Outfit wert nah aus 1675 hat die Lubis des Fußvolkes legit gecheckt. Und wer mit Fakes erwischt wurde, wurde gesteinigt. Die Röcke wurden noch kürzer, die Roben noch pompöser. Plus, es wurden nun aufwendige Perücken gerockt. Slay. Man könnte meinen, extrovertierter wird's nicht, aber man sollte sich täuschen. Denn weitere 100 Jahre später und die Männers dieser Zeit sahen aus, wie wenn man als Kind Super Saiyajin 10 gegoogelt hat. Ich präsentiere den Macaroni. Das fairerweise nur eine Karikatur. Aber im 18. Jahrhundert hat sich die Oberschicht gerne auf die Grand Tour gemacht. Einen traditionellen Trip durch Europa, bei dem Italien das Hauptziel war. Dort haben sich die Schönen und Reichen ein bisschen von der Kultur abgeschaut und sind dann mit dem Italian Style zurückgekommen. Zu Hause wurden sie dann despektierlich Macaronis genannt, eben nach Macaronis. Wir haben weißseidene Kniehosen mit Strümpfen, sowie Schuhe mit diamantbesetzten Schuhschnallen und auf der auffälligen Haarpracht einen winzigen Dreispitz. Ganz interessant an dieser Stelle, während das hier als sehr männlich und maskulin galt, war man sich bei den Macaronis nicht so ganz sicher. Es war weder männlich noch weiblich, es war irgendwo, aber halt außerhalb der Norm. Und dann kam der Penner hier und alles sollte sich schlagartig ändern. Beau Brummel, seines Zeichens Fashion-Influencer der 1800er. Und in relativ kurzer Zeit wandelte sich die Herrenmode von so auf so. Mein Boy Beau konnte dafür gar nicht so viel, aber er stand halt stellvertretend für diese Zeit. Ende des 18. Jahrhunderts hatten wir nämlich die Great Male Renunciation, in der die reichen westlichen Männers ihren Anspruch aufgaben, als schön zu gelten. Funny, dass dafür sinnbildlich Beau stand, der hier mit bisschen Duckface verträumt an der noch nicht existierenden Kamera vorbeipost. Aber gut, schrille Farben, auffällige Outfits und jeglicher Kitsch wurde den Frauen überlassen, denn Männermode hatte ab sofort nützlich und sinnvoll zu sein. Denn Männer verstanden sich mit der Aufklärung als das rationale Geschlecht und dann ist irgendwie klar, dass alles, was extra ist, nicht so gerne gesehen war. Generell kann man sagen, dass davor Mode eher den Nutzen hatte, zwischen den Ständen zu unterscheiden und danach eher zwischen den Geschlechtern unterschieden wurde. Und so sah der Bums dann aus. Schwarze Boots, Stoffhose, Hemd mit Asket-Tie, Frack und dazu ein Hut. Aber gut, dann lass uns die letzten 100 Jahre dann noch im Schnelldurchlauf mit der Vogue durchgehen. 10er Jahre, Peaky Blinders. 20er Jim Carrey in die Maske. Okay, Spaß beiseite. Wir hatten in den ersten 3 Jahrzehnten der 1900er hier eine Kopfbedeckung, ein Jackett
Eine Hose mit Buntfalte, dazu einen Lederschuh. Was dann neu war in den 30ern, ist, dass die Krawatte anstatt der Fliege zum Hemd getragen wurde. 40er und der Polunder löst das Jackett ab. 50er James Dean. 60er Hippies, 70er Disco, 80er Fukuhilas, 90er Chandler von Friends. Und ja, mit dem neuen Millennium hatten wir dann OG Y2K. Den Trend hatten wir ein zweites Mal letztes Jahr. 2010er, Low-Key Hipster oder halt was immer Kanye gerade so vorgegeben hat. Und ja, mit den 2020ern haben wir dann TikTok als treibende Kraft für Trends und hinter jeder Ästhetik wird ein Chor gesetzt. Aber gut, was will ich jetzt damit sagen? Was ist die Message, die ich mit diesem Video vermitteln möchte? Naja, packen wir mal alle diese Männers und stellen sie nebeneinander auf. Der ein oder andere mag jetzt mein Fazit schon erahnen. Aber jetzt wird erstmal genäht. Und zwar das mit Abstand maskulinste Männer-Outfit, das in 2024 möglich ist. Und deswegen habe ich diesen Stoff hier geshoppt, um meine Schnittteile erstmal drauf zu malen und dann letztendlich raus zu operieren. Wenn man das dann fertig gedoktert und bibbert hat, stehen einem all diese Teile hier zur Verfügung. Dann los, Schritt 1. Tanten versäubern, weil man vergessen hat, Futterstoff zu kaufen. Zweiter Schritt, Taschen. Du hast ein Quadrat aus Stoff, bügelst überall 1 cm Nahtzugabe um und nähst das auf deine Jacke. Klappe dran, Tasche. Nachdem man dann die Vorder- mit den Rückteilen gepaart hat, muss man dann eigentlich nur noch die Ärmel reinklatschen und man kann schon mal sowas wie ein Kleidungsstück erkennen. Geht noch was? Richtig, ein Kragen, wir wollen ja nach was aussehen. Und ja, dann müsste man den Bums eigentlich auch nur noch schließbar machen. Also Schritt 1, Knöpfe bei Karstadt klauen. Schritt 2, der Nähmaschine befehlen, ein Knopfloch zu zaubern. Schritt 3, jenes Knopfloch ausschneiden. Schritt 4, Knöpfe annähen. Zack, fertig, Mantel. Ich würde sagen, ist tragbar. Da ballern wir jetzt noch eine Balaklava rein, um eins mit unserem inneren Creep zu werden. Inspo ist Travis Scott, nur in grün. Okay, ich habe mir diese beiden Dingers gekrallt und in meinen Stickkragen gespannt. Transformer-mäßig meiner Stickmaschine das Stickmodul angelegt und unter das rechte Auge 76 Nippel gesteckt. Dafür gibt es keinen guten Grund, außer dass ich diesen Tag hier gesehen habe und ich mir dachte, wenn schon Creep, dann schon Creep. In diesem Sinne habe ich dann da vorne einen Reißverschluss rangeklatscht, einmal hier so rumgenäht und da bräuchte ich nur noch Hörner. Die habe ich dann so Freestyle-mäßig auf den Stoff gekritzelt, ausgeschnibbelt, festgenäht und mit Panda-Button. Watch out, watch out, watch out. Ja, also ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem ein bisschen weird, das selbst anzuhaben. Ich schwöre, eines Tages nähe ich auch mal wieder was, was zum Video passt. Aber heute ist nicht der Tag dafür. Okay, Fazit. Hier haben wir die stellvertretenden Outfits der Männermode in den letzten 400 Jahren. Nimm das mal 10 und du hast immer noch nicht ansatzweise alle Trends, Ästhetiken, Subkulturen und so weiter in diesem Zeitraum abgedeckt. Nicht mal annähernd. Leute, die jetzt rumheulen und sich beschweren, warum können wir nicht alle wieder so rumlaufen, als wir noch echte Männer waren, die beziehen sich meistens auf diese kleinen paar Punkte hier. Unter all denen hier finden sie diese drei am hübschesten. Das ist deren Lieblingsästhetik und deren Verständnis von gutem Stil. Soweit so gewöhnlich. Jeder hat seine Präferenzen, deswegen hast du hier deine Avantgarde. Hier deine Streetwear-Leute und hier deine Old-Money-Penners. Dazu kommen dann noch tausende andere und das macht unsere Straßen bunt und so macht es am meisten Spaß. Bockt ja nicht, wenn alle gleich aussehen. Das Problem ist jetzt, und damit werde ich wahrscheinlich keinen hier wirklich überraschen, wenn du sagst, das sind meine drei Punkte, das sind die besten drei Punkte und jeder, der irgendeinen anderen dieser Punkte hier mag, ist kein echter Mann. Das ist nicht nur albern, sondern das ist auch willkürlich. Wir haben uns ja gerade angeguckt, wie oft und wie drastisch sich das Bild von Maskulinität in der Männerkleidung in den letzten zig Jahren verändert hat. Davon auszugehen, dass wir vor knapp 100 Jahren Peak Männlichkeit erreicht hatten und dass das hier männlicher ist als das hier oder das hier, ist halt subjektiv und nicht mehr als ein Bauchgefühl. Plus dieses, können wir nicht bitte alle wieder dieses Punkt, Punkt, Punkt tragen, impliziert ja, dass die Person den Mainstream braucht, um das zu tragen, was ihnen gefällt. Und was sie auch für männlich halten. Was wiederum, und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, in ihrem eigenen Weltbild gar nicht mal so maskulin ist. Aber, und das möchte ich ganz fett unterstreichen, wen juckt's? Also wen juckt's wirklich? Wie jeder Einzelne da draußen Maskulinität für sich selbst auslegt und interpretiert und wie groß oder klein diese Rolle in deren Leben ist, geht mich nichts an und juckt mich auch nicht. In Bezug auf die Mode, tragt, was euch Spaß macht und worin ihr euch wohlfühlt, und lass alle anderen damit in Frieden, die das Gleiche tun, nur bei einem anderen Ergebnis rauskommen. Digga, eigentlich wollte ich nur ein bisschen über die Geschichte der Men's Fashion plaudern. Eins muss ich aber noch sagen. Ich find's schon crazy, dass das hier während der Aufklärung die konservative, toned-down, gediegene Auslegung der Men's Fashion war. Wenn man das zum Beispiel mit einem Blowcore-Fit vom letzten Jahr vergleicht. Die Konstruktion der Pieces des Blowcore-Outfits ist einfach 200 Jahre später noch simpler geworden. Trikots, Jorts und Sambas stehen einfach Hut, Krawatt, Jackett, Taschenuhr, Hemd, Korsett, Hose und Lederschuh gegenüber. Die Möglichkeiten auf Individualisierung haben sich einfach minimiert. Und da stellt sich die Frage, warum können wir nicht alle wieder rumlaufen wie damals? Das war natürlich ein Joke. Wer bis jetzt noch nicht geliked und abonniert hat, wird eines Tages dafür bezahlen müssen. Eine Frage habe ich noch. Was denkt ihr, wird zuerst in die Fashion-Meta zurückkehren? A. Perücken. B. Heels. Oder C. Schamkapseln.
Ich sag Perücken, ich verstehe generell nicht, warum das bei den Männern noch so verpönt ist. Gerade weil sich eine neue Hairline in der Türkei machen zu lassen völlig okay ist, was ich auch völlig okay finde. Aber es ist auch viel praktischer, wenn man jeden Tag eine andere Frisur tragen kann. Okay, tschüss. Also es ist das beste Prime. Schmeckt trotzdem viel zu süß.